Das Vergnügen und das Glück, dass wir Hemmis heute treffen dürfen. Er hat kurz Zeit für uns. Ja, wir werden mit einer rauchen und mit Hemmis ein wenig unterhalten. Gucken, was da rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Später mehr. Okay? Macht's gut. Warum habe ich mich entschieden, meine Marke zu gründen? Ja, war halt immer schon mein Wunsch natürlich. Ich glaube, eines jeden Zigarrenhändlers ist es irgendwann mein Wunsch, seine eigene Marke zu haben oder kreieren zu können. Genau, das war eigentlich mein Ursprung, seitdem ich in der Branche bin, dass ich irgendwann gesagt habe, es wäre mein Traum, dass wenn es passt, dass ich meine eigene Mischung kreieren kann und die Zigarrenwelt damit bereichern kann. Und aufgrund der schlechten Verfügbarkeit, die vor vielen Jahren eigentlich schon losging, ist praktisch mein Vorhaben beschleunigt worden. Das war für mich einfach ein Zeichen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und auch unabhängig zu sein von der Industrie und einfach von der Nichtverfügbarkeit nicht so betroffen zu sein. Ne? Und natürlich meine Passion zur Zigarre und meine Passion in die Karibik. Ganz tolles Team, was hinter mir steht. Ich persönlich alleine hätte wahrscheinlich Jahre noch mehr gebraucht. Also es gab natürlich viele Schwierigkeiten, würde jetzt auch zu sehr ins Detail gehen müssen. Es ist ein recht komplexes Unterfangen, sowas zu machen, aber ich habe ein super Team und tolle Unterstützung und alles Profis und Fachmänner. Und von daher war es deutlich leichter für mich, vorwärts zu kommen. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Alleine hätte ich so schnell nicht geschafft. Welche Zigarre? Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Meine Lieblingszigarre ist die Edition Limitada. Einfach, weil es eine ganz besondere, eine wirklich besondere, spezielle Tabakmischung ist, die ist, ja, glaube ich, die fast einmalig auf der Welt ist. Und da bin ich besonders stolz drauf. Und natürlich meine klassische und meine Maduro-Serie, die einfach ein Wahnsinns-Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Der Endverbraucher bekommt für sein Geld viel Zigarre. Eine ABA 56, das ist ist die Größe der Cohiba Vehicle 56 aus Kuba. Mischung Dominikanisch, Nicaragua und Peru. Dann gibt es die Maduro. Da kommt dann noch ein Deckblatt aus dem San Andres Tal aus Mexiko dazu, welches noch 2 Jahre in einem Rumpfass gelagert wird. Und die Zigarre ist auch wunderbar, eine ganz leichte. Meinen Laden habe ich eröffnet, auf der anderen Straßenseite habe ich 2008 mein Geschäft eröffnet und bin in diesem Laden, in dem wir uns jetzt befinden, 2013 umgezogen. Also der erste Laden war 29 Quadratmeter, der jetzige ist ein bisschen größer und ich habe mich 2013 vergrößert. Aber der Ursprung 2008 habe ich in Frohnau mein erstes Zigarrengeschäft aufgemacht. Das ist natürlich der Flex Store. Es gibt einige Händler, die die Zigarren aufgenommen haben, unter anderem halt die großen Online-Shops wie Paul Bugel, Cigar World, Noblego in Berlin. Ansonsten gibt es noch viele, viele weitere. Ich kann jetzt nicht alle namentlich nennen, es sind dann doch einige. Allerdings muss ich sagen, ist noch viel Platz nach oben. Es gibt die Zigarre so gut, ohne jetzt arrogant zu sein. Wo ich denke, dass die Leute sie einfach noch kennenlernen müssen. Sie muss einfach noch gestreut werden. Und umso mehr Leute die probieren, desto mehr Leute werden sie auch zu schätzen wissen. Da bin ich mir sicher.
Was liebe ich am Zigarrenrauchen? Boah, alles. Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch, ich rauche gerne in Gesellschaft, aber ich bin auch jemand, der eine Zigarre alleine zelebrieren kann, der sich wirklich zurücklehnt und 2 Stunden in sich geht. Bin sonst sehr hektisch, ne, in meinem Alltag und in meinem ganzen Wesen, und eine Zigarre entschleunigt mich und gibt mir einfach Kraft, Ruhe. Und also ich liebe es, mich zurückzuziehen, wenn ich alleine rauche, und in Gesellschaft natürlich mich mit Leuten auszutauschen und über die Zigarre zu quatschen und einfach deren Meinung zu Wenn ich hören. alleine rauche, dann ist es einfach schön für mich, wirklich in mich zu gehen, und es ist meine Meditation, kann man irgendwo sagen. Und in Gesellschaft ist es einfach, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Ja, Leute, jetzt sind wir schon einige Zeit hier in Berlin bei Hemmitz, sind ganz herzlich empfangen worden und haben auch einiges erfahren und gezeigt bekommen. War sehr interessant, sind wirklich gut verköstigt worden, haben einige Sachen geraucht, also wirklich super und vor allen Dingen interessante Sachen. Also wenn ihr wirklich mal hier in Berlin seid, lohnt sich das, zu Hemmitz zu gehen und euch gut beraten zu lassen, weil da ist ein Fachmann da, der weiß, was er sagt und euch auch gut beraten kann, ob das Rum ist oder andere schöne Sachen, vor allen Dingen seine Zigarren. Würde ich euch empfehlen. Und ja, kommt vorbei, schaut euch das an und freut euch auf die Gastfreundschaft, die euch erwartet hier. Und diese herrliche Atmosphäre, gemütliche Atmosphäre, und das, ja, lohnt sich, diesen Weg. Wir hatten hier eine schöne Zeit, sind gerne bereit, wieder herzukommen, weil das hat man selten, so einen herzlichen Empfang und eine schöne Location, dass es wirklich lohnenswert ist. Also in diesem Sinne, wir trinken aus, rauchen zu Ende und danke fürs Zuschauen. Und danke, Hemmis, dass wir so herzlich empfangen worden sind. Bis dahin, Jungs und Mädels, bleibt uns treu und bis dahin. Also, ciao, ciao.